Moin Leute, ich muss wieder ein paar Produktfotos für meine Kameragurte machen und dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Das geht nämlich ganz simpel. Ich mache das einfach hier mit Fensterlicht und kann jeder, der zu Hause ein Fenster hat, relativ easy nachmachen. Ich habe mir vor einiger Zeit mal so ein Whiskyfass gekauft. Das wird dann hier vor das Fenster gerollt. Ja, da muss ich die Produkte eigentlich nur so ein bisschen schön drapieren. Das muss natürlich alles so ein bisschen nett sein. Da bereitet meine Frau meistens auch ein klein bisschen vor. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Die Kamera stelle ich aufs Stativ. Ganz einfach deshalb, weil ich oft mehrere Produkte hintereinander fotografieren muss. Und dann brauche ich die nur austauschen und kann klack, klack, klack machen. Man könnte das natürlich auch aus der Hand fotografieren. Also das Stativ muss nicht zwingend sein. Ja, dann richte ich das Ganze einmal aus. Die Kameraposition wähle ich meistens so, dass das Licht von der Seite kommt. Ich mag das halt, wenn sich auf der Seite vom Bild noch ein bisschen Schatten bildet. Aber das ist Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch mit dem Licht fotografieren. Dann ist die Ausleuchtung noch ein bisschen besser. Oder man könnte natürlich auch so einen Reflektor an die Seite stellen, um das Ganze ein bisschen aufzuhellen. Also das bleibt am Ende euch überlassen. Ich persönlich mag das ganz gerne, so wie es ist, relativ natürlich und es geht auch am schnellsten. Dann blende meistens, ich mag es immer ganz gerne offenblendig, 2.0, 2.8, also muss man immer so ein bisschen gucken. Zu offenblendig auch nicht, weil man soll ja auch ein paar Details erkennen. Also so 2.0, 2.8, das ist eigentlich immer eine ganz gute Blende. Ja, ISO dann 400. Ist eigentlich auch egal, ne? Ob bei den modernen Kameras, ob 200, 400, 800, ist eigentlich Latte. Ich habe jetzt hier mal ISO 400, Belichtungszeit ist dann 125. Fokussieren und schon geht es los. Ja, das war es im Grunde genommen. Jetzt das Ganze nur noch in Lightroom bearbeiten. Ich nehme da dann einfach meine Presets zu, meistens das Seafarers Preset. Ihr solltet natürlich ein bisschen darauf achten, dass ihr die Farben nicht verfälscht, gerade wenn man was verkaufen will, dann ist es natürlich ganz gut, wenn auf dem Foto die Sachen auch so rüberkommen, wie sie in Natur aussehen. Aber ein bisschen Bearbeitung braucht das RAW natürlich, weil das kennt ihr, die RAW-Bilder sind meistens immer ein bisschen flacher. Wenn mir das vom Platz nicht ausreicht, das Fass ist schon relativ klein von der Fläche, dann habe ich noch einen Holztisch, da kann ich mich ein bisschen mehr ausbreiten. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich immer das Gleiche. Ja, das war es im Grunde genommen schon. Ich hoffe, es hat euch vielleicht die eine oder andere Idee gegeben zum Nachmachen. Ich danke euch. Tschüss.